Okay. Okay. Isabel, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst, was du studierst. Ich studiere in Wien Philosophie. Habe früher Komparatistik dort studiert, war dann ein Jahr in Berlin an der Tanzfabrik. Genau, und jetzt studiere Philosophie und Sprachkunst an der Angewandten. Inwiefern denkst du das Thema oder die Frage nach Lesung schon mit, während du schreibst? Überhaupt nicht. Deswegen ist die Erfahrung einer Lesung halt auch manchmal relativ seltsam, weil ich glaube schon, dass man für jemanden Bestimmten vielleicht schreibt oder irgendwas im Kopf hat, an wen sie das vielleicht richtet. Aber bei einer Lesung ist es ja dann sehr konkret. Man hat ja ein ganz konkretes Publikum vor sich und spricht ja auch irgendwie zu denen. Und beim Schreibprozess selber ist es ja nicht der Fall. Also vielleicht hat man schon irgendwelche Sachen im Hinterkopf, aber es ist nicht so konkret. Hallo? Mein Text heißt Acephal und es ist ein Auszug aus einem längeren Text. Du liegst auf deiner Matratze, schaust an die Decke, auf den Kronleuchter, der hier wahrscheinlich seit Jahrhunderten hängt, nur du siehst ihn zum ersten Mal so richtig. Er ist das einzige Licht in deiner Wohnung. Du wartest auf Acephal. Stellst dir vor, wie sie sich durch die verschlissene Stadt tastet, ungewohnt, anders als sonst. Wie sie erst zum zweiten, dritten Mal die Fassaden sieht, die sich von den Häusern schälen, die aufgerissenen Straßen. Was würdest du sagen, worum geht es in diesem Text? Das wäre dann die letzte Antwort auf die Frage. Na, ich glaube, es ist ziemlich schwierig, einen eigenen Text zu erklären, quasi. Ja. Irgendwie würde ich sagen, es geht um Sprache natürlich, aber das klingt dann so diffus und wenn man anfängt, mehr ins Detail zu gehen, dann weiß es, würde ich meinen Text erklären und ja. Das fühlt sich ein bisschen seltsam an, weil es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit oder so. Und dieser erste Zugang zu dem Thema oder zu dieser Anlass für den Text? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach ein generelles Interesse an dystopischen Szenarien, aber halt nicht so im klassischen Sinn. Was meinst du mit klassischen Sinn? Ja, dass man versucht, so der und der konkrete Zeitpunkt in der Zukunft und die und das politische System ja, unterdrückt alle und so weiter. Also das interessiert mich gar nicht so, das so voll genau auszuarbeiten und so komplett real. Ja, ich finde das immer ein bisschen lustig, wenn man sich so Science-Fiction-Filme aus den 70er anschaut oder so, lacht man ja auch drüber. Und ich glaube, das ist spannend, weil man das so verschwimmen lässt mit, auch mit der Gegenwart oder so. Mhm. Was ist ein Liquid Synapse Opener? Also es gibt ja in einem Text diese Substanzen, die sie immer nehmen. Mhm. Und die gibt es eigentlich in Form von Tabletten, aber es ist ja im Prinzip egal, welche Form die Substanz annimmt. Und mir gefällt irgendwie die Vorstellung, dass die alle die ganze Zeit trinken. Ja, genau. Woher kommt diese Nostalgie in dieser Zeit? Es geht ja irgendwie auch darum, dass sie diese Schicht, die auf allem drauf liegt, irgendwie, zumindest für die Protagonisten, halt irgendwie, dass die abfällt oder dass sie die absichtlich irgendwie loswerden wollen. Und das sind halt dann quasi so Gegenstände, die da auftauchen. Aber die haben auch nicht unbedingt, also der Plattenspieler schon irgendwie, aber die haben auch nicht unbedingt so einen nostalgischen Wert oder so. Sondern das sind auch Dinge, die halt irgendwie vergessen worden sind und an sich überhaupt keinen Wert mehr haben oder so. Als es anfängt, draußen hell zu werden, sind meine Gedanken fahrig geworden und ich blinzle viel. Aber ich habe etwas zusammengestückelt, das vielleicht funktionieren könnte. Ich lege meine kalten Hände aufs Gesicht. Zuerst die Handflächen, dann das Äußere der Finger. Wenn ich den ersten Satz in meiner Erinnerungsfrage für mein Passwort übersetze, habe ich einen Schlüssel für den zweiten. Ich kopiere die Zeichen in mein kleines, naives Programm. Dann drücke ich Play und da steht, wir warten hier auf dich. Danke.
Was macht das mit Literatur, dass sie eben dann in digitaler Form präsentierbar ist? Wie ändert sich das, die Literatur durch die Veränderung des Mediums? Würdest du sagen, dass da überhaupt ein Wechsel stattfinden wird oder schon stattfindet oder sowas? Ja, ich glaube, es macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, es hat ganz viel mit der Aufmerksamkeit zu tun. Also, wenn man ein Buch liest, dann liest man auch dieses Buch. Es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, dass irgendwas anderes da passiert oder so. Und eben die Aufmerksamkeitsspanne wird halt viel, viel kleiner. Ja, das ist eh recht banal eigentlich, so zu sagen. Aber ich glaube, dass das noch stärker spürbar wird auch. Es gibt ja auch bei YouTube-Videos, keine Ahnung, bisher nur ganz wenige Sekunden. Und dann muss es schon voll spannend irgendwie sein. Und ich glaube, dass sie das auf Literatur auch sehr überträgt. Also ich finde da das Interessante in Bezug auf Literatur ist halt auch, dass gewisse Hierarchie und Machtstrukturen oder so halt wegfallen. Wenn du im Internet deine Sachen da machst und so, dann bist du irgendwie dann so gebunden an, okay, das ist der Verlag, der steht für das und das und das Magazin und keine Ahnung. Du kannst dich halt viel freier dadurch bewegen. Oder dieser ganze virtuelle Raum ist halt noch ein bisschen so ein wilder Westen, da kann man halt schauen, was da passiert und ja, wie man sie da durchsetzt und behauptet und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich spannend. Bist du da auch konkret unterwegs in dem wilden Westen, also im Internet? Na, eigentlich relativ wenig. Ja, eigentlich relativ wenig. Aber nicht, weil ich es ablehne oder so. Es ist nur einfach wirklich ein fremdes Gebiet irgendwie. Aber ein fremdes Gebiet, wo du dich auch hinbewegen möchtest, also so... Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, man geht da so fast unbewaffnet rein oder man braucht irgendwelche Anhaltspunkte oder so. Eben, es kommt man manchmal vor wie so eine unendliche Fläche halt.